Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil. Yo, Chrissy Boy ist immer noch am Start. Wir schmeißen jetzt mal das Farbband aus dem Inventar. Ich denke dran, seht ihr mal, ich lerne noch dazu. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. So, Schlüssel lassen wir drin. Wir haben oben hier noch, genau, da wollen wir auch noch hin. Wir haben ein Schrotgewehr. Wir schmeißen den Schlüssel, aber Moment, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Ordnung. Geht ja gar nicht. Das sieht ja hier ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. So. Nee, warte mal. Okay. Warum? Weshalb? Wieso? Warte mal. Warte mal, warte mal. So. Das muss ja alles in Ordnung haben. So, zack, da die Munition und hier der Rüstungsschlüssel. Kann ja nicht. So. Jetzt überlege ich gerade. War nicht... Nee. Lass mal. Obwohl, auch blöd. Aber ich glaube, oben finden wir eh einmal Schrotmunition. Wir gehen jetzt nämlich erstmal... Moment, was hatte ich gesagt? Wir wollten eigentlich zu den Hunden, ne? Ja. Da hätte ich den Rüstungsschlüssel direkt verwenden können. Aber macht nichts, denn hätten wir jetzt eh oben auch nochmal einsetzen müssen. Ich glaube, zwei oder drei Schlösser haben wir nämlich hier noch. Unten die Empfangshalle haben wir auch noch. Da wollen wir ja auch noch hin. Das überlege ich ja. Ich hoffe, wir gehen jetzt hier erstmal nach oben. Dann holen wir uns die Karte von der ersten Etage, obwohl wir uns ja schon ziemlich viel angeguckt haben. Aber dafür braucht man ja das Feuerzeug. Und das finden wir ja erst später. So. Rüsten auch hier. Das überlege ich gerade. Die Pistole aus. Obwohl, das ist nur ein Zombie. Ich glaube, den macht man noch mal mit der Pistole. Das ist nur ein blöder Zombie, den kriegen wir auch so erledigt. Kommen Sie bitte heran, Herr Zombie. Hallo. So. Und wir laufen, 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 laufen. So. Und. Und laufen wieder. Und. Ja. Blute. Ja, hast du fein gemacht. Ja, du bist ja ein netter Zombie. Seht ihr mal. So, haben wir aufgeschlossen. Sehr schön. Heieiei. Seht ihr mal. Den hatte ich jetzt auch nicht mehr gedacht. Okay, das machen wir natürlich mit dem Schrotgewehr. Ja, schön mal die Flucht nach hinten angetreten. Sehr schön, seht ihr mal. Und nochmal von vorne, ist nichts passiert. Es ist nichts geschehen. Kommen Sie bitte ran. Hier gibt es Schrot für Umme. So, jetzt überlege ich gerade, wie das hier ist. Da ist ja dieser Setzkasten hier links, ne? So, wir gucken uns das jetzt erstmal an. Da ist ein Farbband. Das lassen wir, glaube ich, erstmal in der Tasche. Sonst haben wir hier gleich schon volle Taschen. Da fängst du mich schon an. Da läufst du mich andauernd hin und her. So, wir gucken uns erstmal... Oh, warte mal, warte mal. Die Kameraeinstellung. So, da ist das schon zerdeppert. Okay. Nee, dann war das wirklich nur ein HD-Remake, dass uns da, ich glaube, da die Wespe entgegengeflogen kam, ne? So, wir gucken uns den Schreibtisch an. So. Vermächtnis des Forschers haben wir uns auch schon durchgelesen. Wenn ihr das durchlesen wollt, wie gesagt, auf Stopp drücken, durchlesen. Ich habe das schon getan. Abgespeichert. Sehr schön. Wir gucken uns mal den Schreibtisch an. Es ist gut aufgeräumt hier. Also ich sage, die haben ja wirklich den Blick für Ordnung. Sieht aus, als hätte hier schon mal jemand gesucht. Da scheint ein Schalter zu sein. Wollen wir den drücken? Natürlich drücken wir. Wir machen hier den Drückeberger. Das Wasser wird abgelassen. Und kein Ungeziefer kommt uns an den Kragen gesprungen. Da seht ihr mal, das ist doch sehr schön. So. Die schieben wir da hin. Okay, und da ist... Nuscht. Okay, Moment. Wie war das denn nochmal?
Okay, da ist dieses Gedönsdingenskirchen. So, da ist einmal Schrotmunition. Das ist natürlich sehr schön. Nehmen wir mit. Nehmen wir einmal das Farbband. Wir gehen mal ganz kurz raus. Ich möchte das Aquarium wieder auf Ausgangsposition haben. Ich frage mich jetzt nur, warum sollten wir im Aquarium das Wasser rauslassen, wenn wir das dann wegschieben und eigentlich nichts passiert. Hätten wir jetzt den Schrank nicht in die Ecke schieben können? Das ist ja immer aus den Kameraperspektiven schlecht zu sehen. Aber theoretisch... schieben das mal eben in diese Richtung. So, da ist aber auch nichts. Okay, nee, dann hätten wir das nicht in die Ecke schieben können. Okay, alles klar, gut, dann haben wir das auch geklärt. Verband. Wir müssen eh nochmal zurück. Wir haben zu wenig Inventar-Slots. Das Feuerzeug bleibt ja dauerhaft bei uns im Inventar. Was wir jetzt hoffentlich auch da finden. Und soweit ich mich entsinne, ist da auch wieder eine Schublade, die wir nur mit dem Schlüssel aufkriegen, ne? Okay, dann entsinne ich mich doch nicht richtig. Okay, Feuerzeug, das nehmen wir natürlich nicht mit. Das gehen wir gleich holen. Genau. Hier ist nichts, doch da ist wohl was. Nochmal Schrotgewehrmunition, sehr schön. So, das machen wir nämlich anders. Wir müssen ja eh nochmal dann hier oben hin. Und dann können wir das hier oben auch dann direkt mit der Karte machen, mit dem Feuerzeug, obwohl das Feuerzeug bräuchten wir dann auch nicht mehr, ne? Aufs Fahrband bräuchten wir auch nicht mehr. Also ich glaube, es ist gehopst wie gedopst, wie wir es machen. Ja gut, dann nehmen wir das Feuerzeug halt mit und holen uns nachher das Farbband. Es macht jetzt keinen Unterschied. Ich hatte jetzt gedacht, dass man dann irgendwie vielleicht hier dann doch unter Umständen... Nein. Dass wir hier irgendwas auslassen können. Ja, es ist halt hier etwas Spielzeitstreckung wegen diesem Backtracking. Halt einfach, weil man zu wenig Inventarslots hat. Um auf Nummer sicher zu gehen, muss es entweder in den Räumen lassen, was dann kontraproduktiv ist, wenn es dann doch... zum Beispiel hier das Haus verlässt und dann im Wärterhäuschen, in dem Wachhäuschen, ne? Ich weiß immer durcheinander, ist das Wachhäuschen oder ist das Wärterhäuschen? Ich mache Sache auch immer hier mit Tagebuch des Wächters, ne? Und das ist aber das Tagebuch des Wärters. Ich schmeiß das immer durcheinander, also tut mir da echt voll leid, wenn ich halt ab und zu mal was Falsches sage. Im Eifer des Gefechts. So, wir schmeißen... ja, was schmeißt man denn raus? Ich würde sagen, wir schmeißen die Schrotmunition raus. Pass auf. Wir schmeißen die Schrotmunition raus. Laden die aber nochmal nach. War so viel. Wir machen ja, wenn wir einen Zombie haben, machen wir Headshots. Obwohl, gleich kommen die Köter. Aber wir müssen eh nochmal hier runter, naja. Das heißt, Schlüssel können wir jetzt hier erstmal lassen. Weil das ist hinten gar kein Schlüssel, soweit ich mich entsinne. Die nehmen wir auch direkt hier oben hin. Das Kraut schmeißen wir raus. Und zur Sicherheit schmeißen wir dich auch raus. So. Wir gehen jetzt hoch. Wir kommen nachher eh wieder runter, holen uns das wieder und kümmern uns dann draußen um die Hunde. Dann gehen wir in die Empfangshalle. Aber wir haben so viel zu tun. Junge, Junge, Junge. Und oben den Gang haben wir ja auch noch. Da haben wir auch die Zombies rumlaufen. Das müssen wir ja auch noch machen. Und da bin ich mir überlegen, ob wir das nicht einfach schon mal vorab machen. Wir laufen jetzt erstmal hier hinten hin, holen uns das Farbband, machen die zwei Zombies auf dem Flur, damit der Flur sauber ist. Wir müssen eh hier lang. Farbband war ja hier, stimmt. Obwohl, rein theoretisch bräuchte man nur einen Zombie oben wegräumen. Wenn wir da von der Empfangshalle in den Flur gehen... wo
Obwohl, der steht da. Ach, wir machen beide. Ist egal. Der eine Schuss. Wir haben jetzt hier so viel verhämmert, bevor wir uns hier nachher wieder zwei Höllkräuter flöten gehen. Da investiere ich doch lieber den einen Schuss mit dem Schrot. So. Genau. So sieht das nämlich aus. Weil hier rechts, das müsste theoretisch wieder der Helmschlüssel sein. Ich meine, da macht es keinen Unterschied, mit wem man hier spielt. Genau, Helmschlüssel. So, da ist das Heilkraut. Das nehmen wir gleich erst auf. Wir schmeißen den Kamin an. Ist auch eigentlich nur der Vollständigkeit halber. So, das ist eine Karte von der zweiten Etage mitnehmen, natürlich. Ich finde, das Feuer ist laut, oder? Viel Bass. Ein sehr bassiges Feuer. Ach ja, herrlich. So, ich würde sagen, das ist ein Plan. Wir machen jetzt hier oben die zwei Zombies. Einfach aus Gründen. Hätten jetzt aber auch unten den Schlüssel mitnehmen können und... Aber Marco, wir hätten ja eh unten noch den Schlüssel gebraucht. Ja, ich möchte den Schlüssel irgendwann loswerden. Und wenn hier natürlich alle Türen schon aufgeschlossen hast, dann erledigt sich der ja eh. So. Zum. Weg ist er. So, hier. Ich war mir schon überlegen, wenn wir von der anderen Seite kommen, können wir hier direkt um die Ecke biegen. Aber ich weiß nicht, wann der schon getriggert wird. Und unter Umständen laufen wir dem dann doch in die Arme. So, da ist der Nächste. Komm her, du Lump. Okay, wir nehmen eine andere Kameraperspektive. Da konnte ich jetzt gerade nicht sehen, wie nah der dran steht. So, hier ist das schon ein bisschen besser. Komm her. Schrot for free. Ja, jetzt hängen wir nicht an der Wand. Kommt zu mir. Sup. Da spratzt und spritzt es. Okay. Das müsste es hier gewesen sein. Das ist auch hier der Rüstungsschlüssel natürlich. Jawohl. So, deshalb war ich jetzt gerade überlegen, ob ich einen Schlüssel mitnehme. Aber es macht nicht wirklich Sinn. So, da haben wir nämlich die zwei auch schon erledigt. Wunder, wunder, toll. Eigentlich aber auch, wenn wir so direkt hier oben sind, auch schon die Bazooka holen können, ne? Moment, das machen wir, glaube ich, auch noch. Denn wir sind ja hier gesundheitlich, ist ja alles okay. Wir holen uns die Bazooka, weil ich meine, da braucht man keinen Schlüssel für, ne? Oder braucht man da auch einen Rüstungsschlüssel? Boah, gute Frage, wir probieren es aus. Denn wir müssen ja eh runter zur Truhe. Und dann können wir das ganze Zeug da schon mal reinschmeißen. Dann haben wir nachher weniger Laufarbeit. So, und wenn wir nachher den Schlüssel brauchen, das kleine Schlüsselchen. Ich weiß, unten in der Eingangshalle in dem Raum, wo der Rüstungsschlüssel ist, braucht man nämlich ein kleines Schlüsselchen. Dann holen wir den hier vorher ab. Aber ich gehe jetzt erstmal raus. So, jetzt wollen wir mal gucken, was sagt der Chris zu dem Blutfleck. Ich hoffe, dieses Blut stammt nicht von meinen Kameraden. Okay, das hätte wahrscheinlich auch die Jill gesagt, denn die sind ja hier quasi einer Wellenlänge. So, wir gehen durch die Tür. Jetzt müsste Forrester liegen und dann müsste theoretisch auch die Bazooka liegen. Raben hören wir nur, wir sehen noch keiner. Jetzt überlege ich gerade. Liegt hier irgendwas auf dem Tisch? Habe ich mit Jill nie kontrolliert. Nein. Gut. Jetzt hätte ich mich aufgeregt, dass ich was verpasst habe. So. Das ist aber nur Munition. Oh, es ist Forrest. Er wurde von Krähen zu Tode gehackepetert. Und da kommen sie. Uah. So, wir haben aber noch die Zeit, uns zu bücken und uns die Munition mitzunehmen. So, jetzt würde ich hoffen, dass es nur der eine war. Ui, 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 ui.
Geht ihr weg, geht ihr weg. Hui. So. Okay, keine Bazooka, sondern nur ein Magazin. Ja, dem armen Chris bleibt auch nichts erspart. So, wie gesagt, den Schlüssel lassen wir hier oben. Falls wir unten sind, gehen wir einmal Treppe hoch, holen uns den Schlüssel. Da haben wir jetzt hier keinen Inventarslot belegt. Hätten mich auch gar keinen mehr frei. So. Dann ist hier oben ja schon mal eigentlich ganz gut sauber. So weit man von sauber reden kann. Können sie auch theoretisch direkt hier oben das Wappen holen, ne? Das könnten wir jetzt auch noch machen. Dann haben wir nachher nur noch die Schlange. Aber das könnten wir auch machen, wenn wir die Schlange... Ach. So viele Möglichkeiten. Da wirst du erschlagen, aber wenn du dann an einer Stelle nicht mehr weiterkommst, das weiß ich noch aus Erfahrung von damals, das ist manchmal, du hast jetzt hier viele Möglichkeiten, du musst nicht das in einer gewissen Reihenfolge machen, das ist da schon so ein bisschen open, wie du es machst, aber wenn du alles erledigt hast, dann führt das immer zu einem Nadelöhr und wenn du dann eine Sache übersehen hast, kommst du da einfach an dieser Stelle nicht mehr weiter, wenn du zum Beispiel ein Wappen nicht gefunden hast. Dann läufst du durch das ganze Haus und da, also das weiß ich noch, es ist immer alles so nicht in der wirklichen Reihenfolge, aber wenn du, dann hast du Pech und kommst einfach nicht mehr weiter. So, sieht's nämlich aus. Ein Feuerzeug bräuchten wir theoretisch noch für den Kerzengedöne, braucht man im Moment gar nicht. So, legen wir hier unten hin. Dann nehmen wir das Magazin mit. Das können wir gleich mal nachladen. Legen, ich guck mal gerade auf den Tacho. Ich würde sagen, könnten das erst im Inventar lassen. So. Nehmen die Schrotmunition mit. Rote Kräuter nehmen wir gleich nochmal auf. Kombinieren wir dann mit einem grünen. So, kombiniert. Das war natürlich jetzt wieder super. Kombinieren. Zack. So. Alles aufgeladen. Für die Hunde draußen braucht man theoretisch hier unten die Munition nicht. So, rotes Kraut nehmen wir mit. Wir nehmen ein grünes Kraut. Die Munition legen wir wieder ab. Und das Farbband lassen wir auch. So, kombinieren die zwei. So. Heureka, Heureka. Schmeißen natürlich die Kräuter hier wieder rein. Das sieht so aus, als wenn ich total organisiert wäre. Also ich bin auch ein sehr organisierter Mensch, aber hier irgendwie in Spielen, bei meinen Let's Plays, fühlt sich das für mich irgendwie nie so wirklich an. So, wir speichern ab. So. Obwohl. Nee, warte mal. Nein, das macht man nicht. Das ist mir doch zu... Nee, warte mal. Nein, wir speichern noch nicht ab. Wir legen die Farbbänder rein. Ich weiß gar nicht, ob wir überlegen abzuspeichern, aber dann werden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder abspeichern und das ist ein Farbband mit zu viel. Theoretisch, die Hunde dürften uns nicht so viel anhaben und es ist eigentlich auch nur Heilung. Das heißt, falls irgendwas sein sollte, das kriegen wir gewuppt. Hoffe ich. Genau, und dann müssen wir ja eh nochmal... etwas Laufarbeit machen. Genau. Wir machen noch nicht speichern. Ich habe auch noch das Problem, das, was ich denke, spreche ich oft laut aus, bevor ich einfach erstmal meine Gedanken sammle. Also das habe ich oft, dass ich dann Dinge, ja, das könnte ich so machen und dann mache ich das so und dann, nee, ich mache dann doch anders. Also mal ganz lustig mit mir. So, Hunde. Hunde, Hunde, Hunde. Machen wir am besten. Ah, ja, das Schrotgewehr streut. Was natürlich gar nicht mal so schlecht ist. Aber es macht bei den Hunden keinen großen Unterschied, ob Pistole oder Schrotgewehr. Das heißt, wenn natürlich Pistolenmunition zu verbraten wäre, logisch. Und jetzt habe ich einen Schlüssel. Ah, ich habe mitgenommen. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich hätte einen Schlüssel nicht mitgenommen.
So, den haben wir auch aufgeschlossen. Rüstungsschlüssel, da wir den nicht ablegen, brauchen wir den gleich nochmal. So, wir gehen raus. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich weiß nicht, steht hier direkt ein Hund. Ich meine nicht. Nein, der Baldowert da draußen. Noch vor dem Gitter. Herum. Ich weiß auch, dass man das irgendwie hinkriegt, dass die erst gar nicht drüber kommen. Meine ich. Also ich weiß, diese Strategie. Ui. Die ging bei Teil 2, bei den Klickern einfach keine Geräusche gemacht hat beim Gehen. Dann hat man die auch nicht getriggert und der Hund, der frisst auch wieder ordentlich Munition. Aber der andere bleibt vor dem Gitter. Das hat uns jetzt gerade echt gerettet. So. Mitnehmen, selbstverständlich. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass man das irgendwie. Hier ist viel Heilung. 6 an der Zahl. Und ich möchte jetzt auch am liebsten alle mitnehmen. Das werden wir aber nicht hinkriegen. Das heißt, eins müssen wir hier lassen. Ja, das ist das Problem. Oder? Weil ich kann hier nicht. Ich muss die erst ins Inventar ablegen und dann kann ich die erst kombinieren. Ich kann die nicht sofort kombinieren. Das ist erst in späteren Teilen möglich gewesen. Das überlege ich aber gerade. Wenn ich 2-2 mache, bringt das auch nichts. Das ist nicht möglich. Wir werden hier leider ein Kraut liegen lassen müssen. Und da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob wir uns das überhaupt dann später holen. Das ist nur ein Kraut. Nein. Egal. Weil hier ist ja noch ein Hund und man kann sich ja dann schon denken, was hier später passieren wird. So, jetzt haben wir nämlich nur noch einen Slot frei. Obwohl, doch, wir können alle mitnehmen. Moment, doch, klar, wir können es ja direkt kombinieren. Ja, seht ihr mal. Wer denken kann, ist klar im Vorteil. Ja, aber jetzt wird ja wieder ein Slot frei. Ich weiß gerade echt. Ja, klar, schön. Okay, wir können alles mitnehmen. Sehr schön, dann brauchen wir mir gar nicht mehr hier raus. Ha. Habt ihr davon, ihr Hunde? Und diese Dauerschleife von diesem heulenden Hund, die ist wirklich mega nervig, weil die hören wir ja später im Spiel nochmal. Ein paar Mal. So, wir gucken uns hier den Kessel nochmal an oder den Boiler, ein rostiger Boiler, nichts Auffälliges. So, was wir jetzt machen, wir nehmen jetzt sofort die Beine in die Hand. Ja, weil der packt einen sofort an der Tür. Wenn du Glück hast, erwischst du sofort die Tür. Wenn du Pech hast, hat der Hund dich erst erwischt. So, haben wir das. Wir rüsten das Schrotgewehr aus. So, jetzt machen wir das mal so. Ja, wie machen wir das denn? Ich hoffe, wir müssen noch mal zurück. Das ist Käse, weil ich würde jetzt gerne raus in die Empfangshalle. Ich würde gerne unten in den einen Raum, wo der Umkleideraum ist. Den können wir ja auch aufschließen. Da werden wir aber Items finden. Ich meine, Schrotgewehrmunition und noch hast du nicht gesehen. Und da haben wir jetzt einfach zu volle Taschen. Weil wir brauchen nur einen kleinen Schlüssel. Der ersetzt sich natürlich dann nachher durch die Schrotgewehrmunition. Aber wir finden noch irgendwas. Das weiß ich. Und Heilung auch noch. Das heißt, wir hätten jetzt eh nochmal zurückgemusst. Und da wir da hinten ja eh auch keine Truhe haben, machen wir das jetzt direkt. Aber ich sag ja, das ist mit Chris, ist das Zurücklaufen kommt leider öfter vor. Sodale, das schmeißt mal euch doch auch mal ins Trüschen hier. So, zack und zack. So. Laden aber die Pistole auch nochmal nach. Sicher ist sicher. Schmeißen die rein.
So, und ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.